So, der Jeff, der hat Zysten. Ja, wir haben schon beim Röntgen letztes Mal gesehen, dass er eine Zyste hat. Jetzt habe ich noch eine zweite entdeckt. Komm mal hin. Ich zeige euch das mal kurz. Jeff, hier hin. Da will er hier schon wieder durchstarten. Jeff, langsam. Seht ihr das auf der... Hier, da. Jeff, warte. Hier, die ist relativ groß. Und hier auf der Seite haben wir nochmal eine kleinere. Seht ihr das? Hier. Und das müssen wir noch kontrollieren lassen. Das haben wir allerdings schon gesehen, als wir beim Tierarzt waren und das eben geröntgt haben. Ich werfe jetzt hier noch ein bisschen den Ball, na, während ich das hier erzähle. So eine Zyste ist nichts Schlimmes. Es kann auch wieder von selbst weggehen. Allerdings werden wir das trotzdem mal kontrollieren lassen. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Die Sache ist die, dass man das nicht zu früh aufmachen sollte. Weil so eine Zyste, die füllt sich. Das ist anscheinend Eiter, so eine Mischung aus Cholesterin und Fett, irgendwie sowas. Und man sollte nur schauen, dass sich das nicht entzündet. Und das sammelt sich dann an. Und ja. Und dadurch entsteht so ein Gegendruck und verschließt dann irgendwann diese Kapsel und dann sollte man sie öffnen. Wenn man das zu frühzeitig macht, dann kann das sein, dass immer wieder Wundwasser nachkommt und das halt einfach nicht aufhört. So, dann wisst ihr Bescheid. Das müssen wir jetzt noch machen. Und wenn ihr euch da ein bisschen auskennt oder so, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht bei eurem Hund hattet. Eine Zyste hatte ich selbst noch nie und erst recht nicht beim Hund. Deswegen mal schauen, was da rauskommt, ne Jeff? Angucken. Mich angucken. Mich. Ah.